Ja, freut mich sehr, dass wir uns in Realität hier treffen und über das Metaverse zu reden, weil das ist ein wichtiger Teil auch des Metaverse. Das ist nicht alles nur virtuell. Mein Name ist Leif Oppermann, ich bin am Fraunhofer FIT, dem Institut für angewandte Informationstechnik der Fraunhofer Gesellschaft, und ich beschäftige mich mit solchen Sachen. Vielleicht kurz zu meiner Person, dass man sich vielleicht ein bisschen damit identifizieren kann oder auch nicht. Ich bin so ein typisches Homecomputer-Retro-Kind der 80er und 90er Jahre. Damals waren so Firmen wie Commodore interessant für mich. Die haben mich dazu verführt, in der Medieninformatik mein Glück zu suchen, wo ich dann um die Jahrtausendwende mich für Augmented Reality interessiert habe, meine Abschlussarbeit in dem Bereich geschrieben habe. Ich hatte damals schon so Head-Mounted Display, das ist von meiner Studentenbude, noch mit dem Laptop. Das ist heute alles irgendwie mindestens genauso stark, wenn nicht 100-mal stärker. Und habe mich da halt mit Interaktionen in Augmented Reality auseinandergesetzt. Da wollte ich dann irgendwie weitermachen, wollte dann doch nicht in die Medienproduktion gehen und bin dann an die Forschung ins Mixed Reality Lab nach Nottingham gegangen, die ganz spannende Sachen gemacht haben, Pervasive Gaming, so frühe Vorläufer von Pokémon Go und solche Sachen, und habe mich halt in meiner Diss damit beschäftigt, wie kann man Kreationsprozesse für solche Sachen gestalten mit 2,5G, 3G, mit Wi-Fi und so weiter. Ja, und bin jetzt halt mittlerweile 13 Jahren fast bei Fraunhofer und leite da die entsprechende Forschungsgruppe im Bereich Kooperationssysteme. Bin auch organisiert in der GI-Fachgruppe VRAR. Wir wollten immer schon mal ein Buch machen, haben das jetzt seit 10 Jahren auf dem Markt. Da sind auch so Sachen drin, die man vielleicht da wissen kann. Und aktuell habe ich Projekte im 5G-Bereich, Mixed Reality-Interaktionen am Bau und in der Bauwerksprüfung. Worum es mir immer geht, ist am liebsten über Sachen zu reden, die schon da sind. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der dafür da ist, die Visionen an die Wand zu malen, die man vielleicht doch nicht einhalten kann. Das sind andere Leute. Sondern Fraunhofer ist ja dafür da, eine anwendungsorientierte Forschung zu gestalten. Insofern versuche ich immer, aus eigenen Arbeiten oder etwas Naheliegendem zu zitieren. Und meine Aufgabe bei Kooperationssystemen bei Fraunhofer FIT ist so die Post-Desktop-Interaktion. Also das hier ist noch Desktop quasi, ja. Aber wenn es denn weggeht mit einer Brille, mit einem Smartphone, mit einem Wearable, wie auch immer, und oft mit Positionierung mit dabei, das ist auch was wir im Metaverse brauchen, dann bin ich eigentlich daran interessiert. Und im Kooperationsbereich ist CSCW, Computer Supported Collaborative Work, eine Sache. Und das zusammen mit Mixed Reality ist im Prinzip die Zukunft der Arbeit, sagen wir. Weil dann verlässt der Computer das Büro. Das haben wir sowieso alle schon gemerkt. Ja, hier die Dame vorne, wir alle, ja, wir haben alle unsere Sachen dabei. Ja, und so ist es, ja, sorry. Und wir haben entsprechende Studien da auch vorbereitet, auch mit dem Bitkom natürlich, Head-Mounted Displays in German Companies, da waren wir mit dabei. Oder auch die Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, VRAR-Studie, kann ich jedem empfehlen. Viele andere Leute zu Wort gekommen, ja. Worum geht's eigentlich? Wir finden das ja super inspirierend. Wir haben so tolle neue Technik, was kann man jetzt damit machen? Ja, mehr will ich von der Slide eigentlich gar nicht wissen. Und das, was wir hier sehen, ist auch was sich mal jemand gedacht hat. Nämlich in diesem Fall jemand, ich weiß gar nicht, wie die Künstlerin oder Künstler heißt, 1929. Die Damen in der Mode der Zeit, ja, Fliegerkluft, in der Öffentlichkeit rauchend und kommunizieren mit zu Hause. 1929, ja. Heute könnte man auch sagen, ey, das ist doch FaceTime, ja? Irgendwie ist das alles nicht ganz falsch. So, natürlich muss man so ein bisschen versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich versuche das heute fürs Metaverse ein bisschen aufzubereiten. Hoffe, dass es gelingt. Ja, also für diesen Background, denke ich, ist diese interaktive Fiktion wichtig. Also bevor wir diese Computer zu Hause hatten, die mich inspiriert haben, oder meine älteren Geschwister, hatten wir Fiktion. Das haben wir geguckt oder wir haben es gelesen. Aber wir hatten es nicht am Computer. Diese ganz alten Dinger. So, was ganz zuerst kam, waren Text-Adventures, Infocom 1979 zum Beispiel. Ja? Gehe nach Norden, öffne die Tür, ein Oger steht dir gegenüber, du bist tot. Ja? Dann wurde das grafischer, dann hat Atari das erste Grafik-Adventure noch in den 70ern rausgebracht, das hieß auch Adventure. Dann ging das ganz gut weiter, dann ist 1983 der Videogame-Markt komplett gecrashed. Hat sich dann wieder erholt. Wir wissen, heute ist Videogames vielleicht größer als die Filmindustrie,
Und 1984, ganz interessante Persönlichkeit in diesem Zusammenhang, die erste Virtual Reality Firma hat sich ausgegründet, und zwar mit Jaron Lanier, kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, der Herr lacht auch schon. Das ist, die haben damals die Aufträge gehabt, mit der NASA, mit den Datenhandschuhen so Sachen zu machen, die auch heute hier stehen könnten. Ja, also mit der NASA, mit Datenhandschuhen fänden wir jetzt auch irgendwie ein Thema für die Hub 2022, no problem. Dann kamen diese ganzen Games, wo ich auf jeden Fall welche von gespielt habe. Keine Ahnung, hat irgendwer in diesem Raum irgendwas hiervon im Großen und Ganzen, Lucasfilm, Sierra, solche Dinger mal gespielt? Irgendeiner vielleicht, oder bin ich ganz alleine? Ah, nicht ganz alleine. Siehst du, sind ein paar dabei. Okay, und es gibt ja auch viele andere Spiele, die schön sind. Die haben damals auf jeden Fall auch schon Online-Communities gehabt. Also sowas, was wir vielleicht noch kennen von den Lucasfilm-Games. Die haben eine Online-Community namens Habitat gehabt. Kennt man sonst vielleicht nur aus dieser einen Netflix-Serie, ja? Aber es gab tatsächlich sowas, 1985. Interessant, Ultima 4. Zum ersten Mal wird eine Videospielfigur als Avatar bezeichnet, die ich mit Eigenschaften versehe durch mein Handeln. Da taucht der Avatar auf, der kommt später nochmal wieder. So, dann haben wir irgendwie die 80er bis in die 90er hinein. So sah eine Arcade aus, wenn die ganz toll ausgestattet war. Da gab es also Virtual Reality, eine Virtual Reality Arcade, mit der man so eine Art kooperatives Doom spielen konnte, bevor Doom da war. Nintendo wollte mit dem Virtual Boy am Markt auch Erfolge haben, hat in Deutschland nicht geklappt, da ist er niemals gekommen, hatte auch ein paar Probleme. Sah auch vielleicht nicht so breitbandig aus wie das, was man aus den Medien damals kannte. Man muss immer aufpassen. Popkultur und Marketing sprechen natürlich da rein, auch heute. Und das ist aus der Zeit. Das ist jetzt hier 94, glaube ich. Der Dino, ja, den Dino kennt jeder, ne? Oder Terminator 2 oder solche Dinger, die damals in der Popkultur waren. Und die Realität war aber eher so. Also so ein Telekonferencing mit räumlichen Komponenten, die wirklich funktioniert haben, sah halt so aus. Und zwischen da und da ist ein himmelweiter Unterschied, den auch das Marketing mit der netten Dame einfach nicht weggekriegt hat. Also VR ist gecrashed, man hat es lange nicht angepackt. Und das war es erstmal. Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Das ist auch ein Riesenrisiko in der heutigen Zeit natürlich. So, vor diesem Hintergrund in dieser Zeit, Snow Crash, weiß mittlerweile jeder, der Metaverse schon mal gelesen hat, ist... Da wird der Begriff geprägt. Ja, ist ein Cyberpunk-Roman, ein dystopischer Cyberpunk-Roman von Neal Stephenson, der ursprünglich übrigens als interaktiver Comic realisiert werden sollte. Jetzt könnte man sogar mal fragen, ja, das hat ja irgendwie nicht geklappt. Warum ist das denn dann eine gute Vorlage, um jetzt unser gesamtes Leben irgendwie neu zu gestalten, wenn er es schon nicht geschafft hat, seinen interaktiven Comic umzusetzen? Das ist ja eine valide Frage. Da gab es ja Gründe für. Und vielleicht haben wir ja ähnliche Gründe auch heute. Es spielt in einer sehr runtergekommenen Realität, in der sich der Staat weitestgehend zurückgezogen hat, in der prekäre Jobsituationen herrschen, in der 10 Minuten Pizzaboten versuchen, ihr Glück zu machen und Geld zu verdienen, und in einer Online-Community, in dem Metaverse, ja, in dem er der edle Kämpfer und Hacker ist und so weiter. Erwähnenswert ist, das Metaverse ist da wirklich eine Dystopie und nicht so bestrebenswert. Es hat da auch sehr großes Gefahrenpotenzial. Sollte man vielleicht auch nicht vergessen. So, ganz kurz zum Einsortieren, was ist Mixed Reality? Kennt vielleicht nicht jeder, die Begriffe sind auch so blöd. AR, VR, MR, XR, DR, alles Mögliche. Für mich ist es eigentlich nur die Kombination von realen und virtuellen Elementen, die dreidimensional miteinander verbunden sind. Und das ist quasi der Schieberegler zwischen Realität und Virtualität. Und dazwischen poppen verschiedene Namen hoch. Hier in einer anderen Grafik aus unserem Buch kann man das auch so lesen. XR ist ja vielleicht auch ein Thema heutzutage. Ja, die Fördercalls sprechen von XR. Mir reicht es so in der Genauigkeit. Realität und Virtualität ist da kombiniert. Ja? Manche unken auch Microsoft Reality, weil Microsoft mit der HoloLens so viel Geld reingepumpt hat. Ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere mit einer Microsoft-Background hier angekommen. Wer weiß. Wichtig ist auf jeden Fall, 2007 haben wir schon mal ganz stark wieder vom Metaverse gesprochen. Wie gesagt, 92 erfunden, 15 Jahre später wurde der Metaverse Roadmap geschrieben. Ein recht ausführlicher Bericht, der auch heute noch online ist und der heute auf jeden Fall zitierfähig ist, auf den wir uns auf jeden Fall auch zitieren. Was passiert denn also, wenn du mit dem Web 2.0 und Videogames in Kontakt bist und wenn die virtuellen Welten, die du baust, sich mit den Karten der Realität treffen und so weiter? Ich muss nicht alles vorlesen, ja? Und dann kommt nicht das SAMS, ja, sondern dann kommt das Metaverse, ja? Also das auf jeden Fall ist damals so gesagt worden. Man sieht das auch ganz schön, wenn man hier mit 45 Grad drauf guckt, hat man hier sowas wie AR und VR, ja? Zwischen Augmentierung und Simulation, also Augmentierung, die Einblendung in unsere Realität, Simulation, die virtuelle Welt, ja.
das Spiel, was auch immer. Und dann haben sie aber noch andere Komponenten, die werden gerne mal vergessen in der Kommunikation gerade. Also die Mirror World, dass es den digitalen Twin gibt vielleicht. Ja, das ist auf jeden Fall was wir brauchen. Oder auch Live-Logging. Ja, Live-Logging war damals noch ein bisschen anders konnotiert, vor ungefähr 15 Jahren. Da war das vielleicht meine Fitness-Watch und meine selbst fotografierende Blogmaschine. Ja, alles noch ein bisschen unschuldiger. Heute würde man vielleicht sagen, Live-Logging ist alles das, was die Social-Media-Konzerne über uns wissen. Und wir wollen bestimmt nicht, dass da noch mehr Daten hineinfließen. Aber man muss mal gucken. Also das sind die Komponenten. So, eine weitere Komponente fürs Metaverse, zumindest für die Firma Meta und Mark Zuckerberg, sind die Reports von Matthew Ball. Das werden Sie auch sehen, wenn Sie sich da ein bisschen umgucken. Im Prinzip hat er eine Reihe von Essays geschrieben, um verschiedene Kategorien und Schichten zu beschreiben. Wichtig zu wissen ist aber, dass er überhaupt kein Forscher ist, sondern ein Investor und Venture-Kapitalist. Könnte Zusammenhänge geben. Auf jeden Fall ist er eine Inspiration für Zuckerberg. Und bei ihm tauchen halt die Komponenten wie Krypto und Blockchain in verschiedenen Schichten auf. Also er ist die Inspiration für die Firma Meta, als sie sich damals, muss man mittlerweile sagen, im Oktober 21 umbenannt haben. Ja, so, und jetzt Fraunhofer Fit, ja, Fraunhofer I&K und das Metaverse. Wir haben halt unsere Definitionen abgeleitet aus den wissenschaftlichen Definitionen. Für uns ist das Metaverse eine Kombination von vernetzten, virtuellen und erweiterten Realwelten. Das ist was Soziales, wo wir uns treffen. Also irgendwann treffen wir uns vielleicht auch mal alle so im Metaverse. Ja, es gibt Menschen, es gibt Avatare, es gibt Interaktionen, Kommunikation, es ist Work-Life-Integration, Balance. Es ist grundsätzlich etwas Langlebiges, was länger läuft, aber es gibt davon nicht nur eine Instanz und es wird auch zeitlich begrenzte Instanzen geben. Ja? Also, dass ich mich mal aufschalte und wieder rausgehe. Es wird sehr offen sein müssen, offene Standards. Es geht nicht nur um VRA, es muss interoperabel sein und so weiter. Die Erfassung des Nutzerzustands und der Umgebung sind Key-Komponenten für ein Metaverse. Es muss nicht alles immer da drin sein, aber Komponenten davon finden sich überall. Und es gibt so crossmediale Teilhaber. Es geht nicht nur um ein Gerät. Es ist nicht nur diese Brille oder jene Tablet der Zugang. Ja, hier oben hatten wir das schon mal in so einem Forschungsprojekt, was wir 2005 bei Fraunhofer Fit gefahren haben, wo wir da den großen VR-AR-Zugang hatten. Hier gab es ein Audio-Interface mit GPS und da gab es Video-Chat. Ja? Und es gab noch weiter, es gab Roboter und so weiter. Das war ein Spielraum. Interessanterweise war der Fun-Fact, dass das Plot ein Virus, das die Welt bedroht, beinhaltete. Wir fanden das damals, könnte man mal machen heute. Ja, ist es halt so. Ach so, was ich hier sagen wollte, wir hatten auch schon so Projekte 2001 mit so einer Firma Black Soon, komme ich nachher noch drauf zurück. Tower, Integration von Arbeitsumgebungen und virtuellen Welten. Und wir haben so einen Flyer, den gibt es hier überall und ich glaube auch auf jedem Cube liegt einer. Wer den nicht hat, hier gibt es noch einen QR-Code, auch am Ende nochmal, dass man den bekommt. Aber wer hier ist, kriegt auf jeden Fall einen Flyer, kein Problem. Aus diesem TAP-Bericht vom Technologiefolgenabschätzung wollte ich gerne das hier zeigen. Was kann man jetzt damit machen? Ja, also im Detail bitte einfach reingucken, mit uns reden und so weiter. Da gibt es viele Bereiche hier, Schule, Medien, Schutz, Medizin, Arbeit, Handel und so weiter. Die Sachen, die ich jetzt hier hauptsächlich heute repräsentiere, sind eher hier so in Arbeit und Produktion angesiedelt. Das habe ich da mal so die Sternchen dran gemacht. Assistenzsysteme, Visualisierung komplexer Daten und von Bauprojekten. Ja? Aber es gibt viele weitere. Das wollte ich gern zeigen, dann muss ich da mal draufdrücken wahrscheinlich. Ach, das Standbild war zu lange. Okay. Ganz neues Video von unserem Projekt 5G Troisdorf, das ist aus der Bundesförderung. Da haben wir einen digitalen Zwilling hier von dieser Maschine aufgeblendet auf die reale Maschine. Einfach erstmal so als Techniktest in einem allerersten Schritt, der ist jetzt schon länger her. Darauf haben wir Arbeitsanweisungen eingeblendet, mit denen neue Mitarbeitende Arbeitsabläufe lernen können, die ihnen vielleicht nicht so geläufig sind und die vielleicht in so einem Manual oder wenn man es nur geredet bekommt, nicht so ganz vertraut sind. Der Kollege hier oben, es wird aus der dritten Person noch gefilmt, macht das tatsächlich gerade. Also es ist kein gefaktes Video, das ist halt echt. Ja? Und jetzt kommt was Cooles dazu, das ist jetzt gerade ganz neu, diese Woche zum ersten Mal zeigen wir das. Dass jetzt halt auch tatsächlich der Avatar dazukommt. Also das, glaube ich, macht es ganz begreifbar, was sich da für Chancen bieten. Der Kollege vor Ort hat jetzt halt ein Problem und der Kollege remote
zeigt ihm was und er kann Sachen highlighten in dieser 3D-Umgebung. Das ist mal was ganz Leichtgewichtiges, das kann man noch viele weitere Sachen sich denken. Und er zeigt ihm was. Aha. Und jetzt ist das okay. So, jetzt haben wir das gesehen, das machen wir von der anderen Seite. Das ist die Sicht desjenigen, der remote ist. Ja, der guckt sich das jetzt halt an. Und gleich kommen noch die Daumen, auf die warte ich jetzt noch. Mhm. Hoch und runter, hoch und runter. Da, da, da. Ah, komm, komm, los, komm. Alles klar, super, danke. So. So könnte ein Industrial Metaverse-Anwendung an einer in Deutschland gefertigten industriellen Maschine aussehen. Und das ist auch vielleicht ein Innovationsgrund für den Maschinenbauer. Ja? Also, als Reflexion, wie kommen wir jetzt irgendwie dahin? Also, die Mobiltechnik ist ganz oft der Treiber. Das sieht man schon seit sehr vielen Jahren. Ja? Die ursprüngliche Idee für die Oculus Rift, die heute die Basis ist für das, was Meta macht, war: Smartphone-Displays sind so gut, wir können die einfach verwenden und jetzt können wir mal richtig VR machen. Wir haben eine sehr starke Forschungstradition im Bereich Computer-Supported Collaborative Work und Human-Computer-Interaction und sehen das seit 10 Jahren verschmelzen mit Mixed Reality. Also die Aufträge kamen einfach näher, auch ohne Metaverse. Wir sehen insbesondere Potenziale auf der Arbeit, nicht nur im Büro für Leute wie mich, sondern auch für andere Leute, die halt vielleicht einen Kittel tragen. Ja, aber auch in vielen anderen Domänen, also auch der Baubereich ist hemmungslos unterdigitalisiert. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir rangehen, auch als I&K-Verbund. Die Forschung in Deutschland, Europa und der Welt der letzten 30, 40 Jahre, fast schon 50 Jahre, hat gezeigt, man muss menschzentriert vorgehen. Ja, man darf nicht einfach sich was ausdenken, den Leuten das hinwerfen und sagen, bitteschön, das ist deine neue Arbeitsweise, sondern das muss iterativ und partizipativ sein. Und wenn man KI einsetzt, was ja okay ist, sollte die aber den Menschen unterstützen und nicht den Menschen outperformen. Und dann ist sie immer stärker. Da gibt es relativ notable Leute, die darüber sagen, dass das in jedem Fall immer stärker ist. Also eine Intelligence Amplification ist immer besser als eine Artificial Intelligence. Brooks. Und wie das alles aussehen kann, kann man auch in der Vergangenheit sehen. Also man könnte sich Second Life angucken, die haben uns das Metaverse schon mal vorgelebt, die gibt es auch bis heute, inklusive Virtual Currencies. Ja? Und davor gab es Black Swan, Projektpartner von uns damals, diesem Projekt Tower in 2001. Ganz wichtig sind Spiele-Engines, zum Beispiel Unity und Unreal als Technologie-Provider, weil diese ganzen unterschiedlichen Geräte, die wir hier im Raum verteilt haben, die kann kein Programmierteam der Welt perfekt unterstützen, das muss eine Spiele-Engine herstellen und das haben die Spiele ja in den letzten 30 Jahren gemacht. Hier ist übrigens ein digitaler Zwilling von unserem Neubau an unserem Campus, ganz interessant, da machen wir noch einiges mit, da reden wir vielleicht nächstes Mal aber nochmal drüber, für Interaktionen am Bau. So, das war jetzt so die kritische weiße Seite, jetzt nochmal auf der schwarzen Seite, kennt noch jemand Edward Snowden vielleicht? Ja, nicht so viele, doch schon, war ein bisschen, sorry. Ja. Technology can actually increase privacy. Das wäre ja auch mal so ein Ansatz, wenn man jetzt so ein Metaverse baut, dass man nämlich nicht das Knife-Logging in der Sicht ausbaut, dass die großen Plattformbetreiber noch mehr Daten kriegen, sondern dass man das mal so ein bisschen so mit Datensparsamkeit vielleicht macht. Es gibt da auch einen schönen Film, wer heute Abend noch was gucken möchte oder am Wochenende, das Dilemma mit den sozialen Medien, ja, the Social Dilemma in Englisch. Es gibt halt kein Free Lunch, ne? Das weiß ja eigentlich jeder, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Der liegt nochmal sehr schön da, dass die Internetdienste, die wir alle verwenden, natürlich nicht gratis sind, sondern werbefinanziert. Ja, wer das noch, also hier glaube ich, weiß das ungefähr jeder, aber so ist es halt. User Profiling, Microtargeting, unsere Aufmerksamkeit ist die Währung. Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit schon mal an dieser Stelle. Diese wird vermarkt an die Werbung und unser Verhalten schleichend zu beeinflussen, ja. Vielleicht auch nicht nur fürs Kaufen, sondern für Wahlen, hat man ja schon von gehört. Also wenn das so kommen würde, wäre das ein Linsengericht biblischen Ausmaßes und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Ganz frühe Arbeiten in unserem Bereich in den 90ern haben gezeigt, dass HMDs, also Head-Mounted Displays, Tragbarkeitsgrenzen haben. Die muss man einfach beachten und wenn es so ist, dass die Frisur nachher doof aussieht, ja? Wenn du heute Abend noch irgendwo hingehen willst mit deinem Schatz oder wem auch immer. Wie lange haben Sie hier Ihr Head-Mounted Display in der Pandemie getragen? Den ganzen Tag? Hat überhaupt wer ein Head-Mounted Display?
Wie ist es mit der Brille für den 3D-Fernseher? Also ich habe noch einen 3D-Fernseher, habe ich mir damals nach Avatar gekauft. Ja. Ich habe zwei Filme mit meinem Jungen geguckt. Hat irgendeiner sehr viel 3D-Fernsehen geguckt in letzter Zeit? Außer mit Kindern? So. Nein. Ja, das hat Gründe. Und die kann man nicht wegdiskutieren. Und wichtig ist auch, dass kein etablierter Wissenschaftler in unserem Bereich Mixed Reality XR sich auf den Investor Ball beruft. Das hat eine andere Konnotation. Könnte auch was mit Imageproblemen und demokratiezersetzenden Plattformkapitalismus-Tendenzen zu tun haben. Ja? Ist es leider so. Und was ist eigentlich mit Schrems 1 und Schrems 2? Sagt das irgendjemandem was? So diese Safe Harbor und EU-US Privacy Shield, die hat ein österreichischer Datenschutzaktivist nacheinander runtergeholt. Und die Urteile heißen wirklich Schrems 1 und Schrems 2. Das muss man beachten. Ja? Und wenn das so ist, dann ist vielleicht Krypto und Co. im Metaverse die Möglichkeit, ans Geld zu kommen. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und dann muss man sich fragen, wo wird es denn eigentlich versteuert? Weil ich hätte auch gerne eine gute Straße und einen schönen Kindergarten und so. Und vielleicht ja auch jemand anders hier noch. So, das war jetzt ein bisschen düster. Ja? Ich gehe noch mal einen tiefer und dann komme ich aber wieder hoch. Wenn wir jetzt mal vergleichen, wie Meta seine Horizon Workrooms beworben hat. Also wir treffen uns in Virtual Reality. Wunderbar, tolle Avatare, besser als das, was wir haben. Aber komplett VR. Ist das jetzt nicht so unterschiedlich, wenn Sie mal auf das Bild gucken, ja, von VPL iPhone 1989. Sie brauchen sogar Brillen, das wird hier so ein bisschen weggeschwiegen, weil das will in der Kommunikation keiner haben, so ein Ding im Gesicht. Ja, wir sind ja nicht bei Alien oder so. So, und jetzt kommt nochmal Jaron Lanier, der ja auch Buchautor ist und auch Buchpreisempfänger. If you run the metaverse on a business model that's similar to the one that Facebook runs on, it'll destroy humanity. Das ist die Menschheit. I'm not saying that rhetorically, this is a literal and specific prediction that humanity could not survive that. Das dürfen wir nicht zulassen, ja? So, was können wir also als Deutsche, als Europäer damit einbringen? Wir haben eine sehr multikulturelle Geschichte einfach bei uns, ne, durch diese Vielstaatigkeit. Wir haben eine sehr starke Forschungstradition. Dieses schon am Eingang erwähnte partizipative Design, das kommt aus den 70er Jahren heraus. Gemeinsam gestalten wir unsere Mensch-Technik-Interaktion. Datensparsamkeit versus Plattformkapitalismus, das ist nicht alles schwarz und weiß, aber man muss das im Kopf haben. Wir haben eine relativ starke digitale Kultur, Demoszene, ja, sei mir da erlaubt, weil ich da auch ein bisschen aktiv bin, ist die erste von der UNESCO anerkannte digitale Kulturerbe, ja, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. Und die Leute, die da tätig sind, als Hobby, aus Spaß, füttern wiederum die Spiele-Engines, von denen wir ja gerade gehört haben, dass sie das Metaverse füttern. Also ist vielleicht eine Ressource, die die Amerikaner nämlich nicht haben. Und wir denken bei Fraunhofer, dass der Datenraum Kultur möglicherweise wichtig werden könnte. Auf jeden Fall sind da Bestrebungen unterwegs, um vielleicht meaningful social interactions mal auf so einer Plattform darzustellen. Ja? Und wir haben eine sehr starke Ingenieurkultur, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das Web hat ein Engländer in der Schweiz erfunden, das www. Tim Berners-Lee, ja, der sagt übrigens so Sachen im World Wide Web Konsortium, dass man zum Beispiel mit Solid auch mal mit der Datensparsamkeit umgehen könnte. Also wie wäre es zum Beispiel, wenn wir ein datensparsames Metaverse uns ausdenken, mit Solid oder mit Gaia X oder mit was auch immer, aber nicht mit Web 3, was jetzt gerade das andere Keyword ist. So, damit bin ich fast durch. Gestern im Zug auf dem Weg zur Hub kam für mich die Meldung des Jahres. Metaverse Standards hat sich gegründet. Ich habe nur eine Mini-Liste von Namen, die mir auffällig waren, rausgepickt. Auf jeden Fall sind die großen Standardisierungsorganisationen drin, wie das W3C, Tim Berners-Lee und Co., Web3D-Konsortium, die 3D im Web machen, das passt ja, und die XR Association, aber auch Adobe, Autodesk, Epic, Maxon, das ist ein sehr großer deutscher Hersteller, Meta, Microsoft, Open Geospatial Konsortium, Qualcomm, Nvidia, heute auch hier, Sony, Unity und nochmal das OGC, weil ich mich vertippt habe. So, das ist das und das, dann ist vielleicht auch nicht alle Hoffnung verloren. Ja, also wir müssen das Metaverse gestalten, für uns mehrwertig in Deutschland. Wir haben eine starke Maschinenbaukultur, finde ich, die müssen wir unterstützen und wir müssen unser Ingenieurswissen verwenden und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Insofern wäre ich jetzt einmal damit durch. Hier ist nochmal der Code, wer den abfotografieren möchte. Ansonsten einfach mitnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, Feuer frei. Gibt es irgendwelche Fragen?
Jetzt, Facebook heißt ja jetzt Meta und bewirbt dieses Thema ziemlich massiv. Was wird da der nächste Schritt von Facebook oder Meta sein am Ende? Also wie fängt das Thema an? Was muss man sich da vorstellen? Also gehe ich dann auf mein Facebook mit einer 3D-Brille oder was ist sozusagen der realistische erste Schritt, was die anstreben? Ja, die verkaufen dir auf jeden Fall die Quest 2 und alles das, was sie in Zukunft verkaufen möchten als Eingangs. Hardware, die du brauchst, um dich da in diesen Umgebungen zu bewegen. Und das wird auf jeden Fall Mehrwerte bieten, da bin ich mir sicher. Die machen das sehr, sehr tiefgreifend. Wahrscheinlich werden sie es subventionieren, wenn ich mal postulieren darf. Das hat sich in anderen Bereichen, insbesondere im Game-Bereich, gezeigt, dass die Hardware oft sehr viel teurer ist als das, was man dafür bezahlt, weil du bezahlst es dann später mit was anderem, mit den Cartridges oder mit deinen Daten, wer weiß. Und ansonsten haben die ja auch gerade letzte Woche die neuen Prototypen gezeigt. Mark Zuckerberg war gerade in irgendeinem Social Media Post unterwegs und war in seinen Labs und hat mal auch in unfertige Produkte reinschauen lassen, die, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Geräte waren und die in Zukunft ein Gerät werden sollen. Also es wird über die Hardware erstmal kommen und dann die Anwendung dafür, wie so ein Arbeitsmeeting zum Beispiel. Oder was Privates, was man bei Facebook auf jeden Fall im Vordergrund sieht. Also, dass sich Menschen gegenseitig begegnen als ein Schwerpunkt. Ja, okay. Ja. Weil, wie wir uns jetzt momentan begegnet haben in der Pandemie, das haben wir alle erlebt, Videokonferenzen, flacher Bildschirm. Und ich sagte ja, mich interessiert weg von diesem flachen Bildschirm. Und da wird ganz viel kommen, dass du dich weg von dem Bildschirm orientieren kannst. Hi, ich habe eine Frage zu dem Case, den, ich darf du sagen, oder? Den du gezeigt hast, diesen Industrie-Case. Das war ja eine HoloLens, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei Microsoft gibt es ja gerade so ein paar Verwerfungen in dem HoloLens-Team. Inwieweit seht ihr da alternative Devices, die eine ähnliche Funktionalität anbieten? Was war mit Microsoft? Sorry, ich habe nur einen Teil verstanden. Bei Microsoft gibt es ja Verwerfungen in dem Team. Wir sind nicht auf ein Device festgelegt. Wir haben in dem Projekt verschiedene Cloud-basierte Streaming-Lösungen analysiert. Da gibt es ja eine Handvoll. Teilweise unter NDA, da können wir nur begrenzt was drüber sagen. Auf jeden Fall sind wir ja ein 5G-Projekt und wollen ja eine breitbandige, niederlatenzige Lösung haben. Und unserem Mittelständler könnte es nicht egaler sein, welches Gerät er nachher einsetzt. Hauptsache es funktioniert. Ich kann aber auch sagen, dass es ein sehr gutes Gerät ist, ja, unabhängig von den Querelen, die wir da gerade mitkriegen. Und dass es auch nicht zu teuer ist, auch wenn wir jetzt also live persönlich sagen würde, so eine HoloLens, boah, mein Gott, das ist schon relativ viel, da kann ich mit meiner Frau und meinem Sohn in Urlaub fahren. Ja, es spielt aber keine Rolle in den Kreisen, wo wir uns bewegen, weil sobald du nur eine internationale Dienstreise damit reduziert hast, hast du den Preis schon wieder drinne. Aber wir sind gedacht völlig unabhängig und ja, ist ja auch so der Kerngedanke davon, dass man mit offenen Standards handhabt. Jetzt sind die leider noch nicht alle da, insofern hast du immer so ein bisschen magnetisch bist du momentan, aber es ändert sich in Zukunft. Ja.